Phase 1 des Plans, Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Dringen Sie mit dem Tunnelgleiter in das Waffendepot in den Berliner Katakomben ein. Anya verfolgt Ihre Position per Transponder und gibt Ihnen taktische Unterstützung. Viel Glück, Blazkowicz. Ich schaue mich jetzt aber... Ja, Schatz. Du musst die Abwassertunnel durchqueren, um in die Katakomben von Berlin zu gelangen. Oh. Rüstung. Auch sehr schön. Gut, dass ich hier noch lang gegangen bin. Ach, die haben mir alles zugemacht. Wieso muss ich hier mal die Scheißarbeit machen? Das Beispiel, weil ich Blazkowicz bin. Ja, ja. Okay. Ich liebe es, wenn ich Blazkowicz bin. Ah, hier ist auch wieder zu machen, Mano. Aber das nette Schäferstündchen hat uns immer wieder auf die Beine geholfen. Nee. So, auf jeden Fall. Da versuchen wir mal unser Glück. W zum Vorwärts und S zum Rückwärts haben. Nutze Maus zum Lenken. Alles klar. Mal zumindest mal sagen, wo. Versuchen wir es mal. Steuern bin ich nicht gerade so der Beste. Kanalisation, ja. Die alten Abwassertunnel unter Berlin sind seit Jahren verlassen und vergessen. Der Wiesenau-Kreis benutzt sie, um zu unterschiedlichen Stadtteilen Berlins zu gelangen. Okay, wir auch. Ich glaube da jetzt lang. Ach so. Ich war noch ein Kind. Die alten Ich war noch Gang. Niemals in das Wasser, weil ich nicht auf meinen Vater hören wollte. Fühlte sich an, als würde meine Haut verbrennen. Es würde meine Haut verbrennen. So, okay, ja. Du bist jetzt unterhalb des Gefängnisses Eisenwald. Caroline sagte, dass Insassen vor einigen Jahren versucht hatten, mit ein paar Wertsachen im Gepäck durch die Kanalisation zu fliehen. Sehr weit gekommen. Okay, wir passen noch hier mit dem. Ja, da war gut, da war taktisch. Einige Bereiche könnten für den Tunnelgleiter zu schmal sein. Du wirst schwimmen müssen. Ich merke das schon. 13 Jahre alt, fiel in den Teich bei den Stellen. Danach klebten an meinem ganzen Körper Blutengel. Wollen wir mal wechseln? Schmierig, schmutzig, Blutengel. Ja, mit dem Messer geht das. Ja. So, okay. Nein, da oben. William, ich wollte dir noch etwas sagen. Ich habe in diesem Tagebuch gelesen, das mir meine Großmutter gegeben hat. Es gehörte meiner Cousine Ramona. Sie hat mit uns in der Klinik gearbeitet. Sie ist tot, aber sie hatte viele Geheimnisse. Und es gab niemanden, dem sie etwas anvertrauen konnte. Darum hat sie alles aufgeschrieben. Ich sende dir die Tagebucheinträge an dein Audiologbuch. Wenn du Zeit hast, hör doch mal rein. So, wo geht's dann hier raus? Sind das da, glaube ich. Hier steigen wir mal aus. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Nee, tatsächlich nicht.
Schauen wir uns nochmal. Warte mal. Wenn wir vorhin irgendwo so ein. Da sind wir rein. Gehen wir da nicht weiter. Komm, da müssen wir hier weiter rein. Okay, da ist eine Leiter. Hier bin ich auf jeden Fall richtig. Ich werde das Ding auf einmal hier unten parken. So. Damit das nicht gleich jeder findet hier. Okay. So. Okay. Ach so, jetzt. Okay. Ach so. Damit ich mit dem Ding da durchkomme. Ah. Hallo. Vielleicht brauche ich. Bin schon durch viele Gewässer geschwommen. Eins war so kalt wie dieses. Ey, hier oben. Komm, let's go. Schwimm, du Sau. Komm hier. Wir haben unser Moped jetzt wieder mit hier. Jetzt habe ich was im linken Auge, ey. Oh, damit machen wir mal. Ah, ey. Bleib mal gerade, Alten. Schau mal aus hier. Da riecht doch irgendwo hoch, oder nicht? Ah, noch eine Leiter, okay. Wir klettern heute mal. Wir sind heute ein richtiger K5-Bergsteiger hier. Auf dem K5, ey. Wow! Wow, heftig, Alter. Verschlingen hat die Polizeiwache übernommen. Sie fragen in der Stadt nach freiwilligen Helfern. Ich werde mich melden. Ich werde einen Weg finden, sie zu töten. Okay. Alter, hab ich jetzt aber gerade einen Schock gekriegt bei den. Sag mal hier. Ein Bombenangriff der Royal Air Force hat letzte Nacht mehrere Wohnbezirke der Stadtzentrum Berlins zerstört. Der Angriff führte zu starken Bränden, die von einigen Augenzeugen als Flammenmeer bezeichnet wurde. Das eine Vielzahl von Häusern verschlag. Erste Berichte deuten auf den Dutzend tote Zivilisten sowie eine Vielzahl Schwerverletzt dahin. Mehrere Personen wurden außerdem vermisst gemeldet, nachdem sie Schutz vor den Bomben gesucht hatten. Da wollte ich nicht rein. Machen wir wie einfach. Da hinten liegt was. Suche nach einem Mechanismus, um das Becken mit Wasser zu füllen. Es muss komplett gefüllt sein, damit du hinüberschwimmen kannst. Ach so. Okay, da komme ich auch an das Ding da dran. Alles klar, Herr Kommissar. Dumm, die, dumm. So, okay. Ich glaube, dann ist das hier für verantwortlich. Jetzt, wie soll ich die ganze Zeit gedrückt halten oder was? Bist du doof? Aber es geht ja schnell. Ah, lässt von allein los. Ja, ach so. Oh, wir springen dann einfach mal. Ja, oh, let's go. So, da ist unser Fichtenmoped. Da kommen wir jetzt durch. Ja, das ist ja geil.
So, und schon sind wir drinne. So, da müssen wir jetzt durch. Wahrscheinlich da jetzt nicht lang, wahrscheinlich hier lang. Eine Tauchfahrt, die ist lustig. Eine Tauchfahrt, die ist schön. Hollai, hollai, hollo. Will ich hier mal hin? Wie die falsche... Geh doch mal rüber. Was? Geh, bleib oben, Mann. Hoch. Bin ich denn hier? Nanu? Okay, oben, oberhalb ist jetzt irgendwie nichts. Jetzt fliegen wir mal darüber. Habe ich die Faxen dicke, ey. Hier muss es doch irgendwo lang. Da unten ist. Ja, da lang. Oder da lang. Okay, ich bin irgendwie in die falsche Richtung. Oder ich muss wieder zurück oder was? Oder wie? Oder wie? Oder was? Okay, ja. Dann muss ich jetzt den Weg wieder zurück oder was? Oder kann ich von da aus dann irgendwie darüber? Ja, das ist jetzt aber ein bisschen merkwürdig. Da, 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 da. Ach, ich bin wieder hier. So weit war ich schon. Ja, sag mal. Alter, kriegst du das Moped hier nicht durch oder was? So ist fein, so. Und jetzt? Ja, achso, ich habe jetzt auch keine weitere Karte, wo mir angezeigt wird, wo ich an nächstes Nacht muss. Ich versuche jetzt einfach mal geradeaus oder rechts. Mal hoch. So, gucken wir uns mal um. Ja, jetzt hinter aus dem Ding raus. Okay, wir müssen unterirdisch weiter. Ich bin gleich ganz duselig hier. Okay, ja, gut, da rein. Da waren wir schon mal richtig. Gehen wir auf Karte. Okay, schwimme ich wieder zurück. Okay, vielleicht muss ich da unten irgendwo so einen komischen Tunnel, damit ich... Naja, ihr seht ja, unten die Kurve bis nach links rüber und von da aus dann wieder... Hä? Oder muss ich irgendwann aussteigen da vorne irgendwie so nochmal? Merkwürdig, merkwürdig. Ich kann gar nicht nach oben gucken. Ich steig mal aus. Komme ich nicht hoch. Okay, so und jetzt, was steht auf der Karte?
Ach so, ich bin jetzt da, aber okay, vielleicht muss ich ja dann da irgendwie. Aber da komme ich nicht hoch. Da kann ich nicht hoch. Kann ja nicht außen rumlaufen. Kann ich irgendwo anders sein? Messe merken. Okay, da komme ich definitiv nicht hoch. Da schwimme ich jetzt einfach mal da lang mit meinem Moped. Bin ja voll. So, warte mal. So, warte mal, jetzt Orientierung nicht verlieren. Da rein. Ich glaube, das war dieser kaputte Tunnel. Ja. Okay. Dein Ernst jetzt? Das Ding lässt sich echt manchmal ein bisschen bescheuert steuern. Und jetzt, hä? Da komme ich mit dem Ding nicht durch, wetten. Da muss ich wahrscheinlich wieder mein Moped verlassen jetzt. Jetzt. Na komm schon. Oh, okay, das funktioniert. Und das arme Moped zurücklassen. Oh, schade, schade, schade. So viel Luft haben wir nicht mehr. Der arme Blaskovic muss ja die ganze Zeit alleine tauchen. Okay, jetzt kommt. Jetzt. Ja. Hey. Okay, da hoch. Okay, gut. Cool.